Hallo meine Lieben und herzlich willkommen, mein Name ist Captain Bam, dies ist das Spielemagazin und ihr kommt gerade rechtzeitig, denn jetzt wurde hier der Herr Bolognese wurde befördert und ich habe dann damit auch die Herausforderung erfüllt. Befördere 3 Mitarbeiter. Jawohl, so sieht's aus. Haben wir jetzt auch. So, das heißt, wir könnten jetzt hier ein bisschen weitermachen mit Ausbildung und das finde ich auch ganz gut. Ich könnte mir zum Beispiel vorstellen, das merke ich mir jetzt mal. Der Michael Rang, den merke ich mir. Ich hätte ganz gerne Mechanik 2, der Bam Shoot. Genau den will ich gerne. So. Bam Shoot. Wenn einer schon Bam Shoot heißt, dann wird er von mir natürlich auch hier weitergebildet. Ja, sehr schön. Was ist hier? Sondermeldung 1. So ein Dreck. Hat schon wieder nicht geklappt. Ich bin entsetzt. Meine Chirurgie lässt mich ein bisschen hängen. So, hey, gleich aufsaugen. Weg. Kann ich nicht brauchen hier. So, aber auf jeden Fall geht es hier so ein bisschen weiter. Was ist hier? Müllermausch voll. Ah, schon wieder ein Toter. Ja, bei der Chirurgie halt, ne? Das ist ein bisschen schwieriger. Gleich aufsaugen. Dann hat sich das erledigt. Rupert Kresse haben wir gefangen. Sehr gut. Also hier wird auf jeden Fall geschnitten und geschnippelt und überhaupt und sowieso. Und ich werde zunehmend zu einem reichen Mann. Das ist eigentlich ganz gut. Könnt ihr mir vorstellen, dass ich nochmal einen zusätzlichen Hausmeister benötige? Vielleicht mal so einen auch. Das schadet vielleicht nicht, weil ich bin jetzt relativ schnell gewachsen mit den Räumlichkeiten. Aber jetzt, um ins nächste Level zu kommen, muss ich eigentlich bloß noch warten, bis meine 3 Chirurgien, die ich habe, bis die dann eben die Leute vollends geheilt haben. Das müssen wir jetzt mal gucken. Das ist auch wahrscheinlich eine Sache, die einfach mit der Zeit sich erledigen wird. Im Moment dauert es halt noch ein bisschen. Ja, sehr schön. Aber es läuft. Dann warten wir das hier noch kurz ab. Gut, jetzt hier, da brauche ich halt einen guten Moment. Einen guten Moment, damit ich hier dann über die 75 komme oder zumindest 75 habe. Zack. Wie sieht's aus mit der Weiterbildung? Ich habe halt nur dieses eine Schulungszentrum hier. Ich könnte natürlich noch ein zweites bauen, dann könnte ich zumindest 2 Kurse parallel stattfinden lassen. Aber bin nicht ganz sicher. Bin nicht sicher, ob ich das will. Im Prinzip muss man ja ehrlich sein, es läuft ja gerade wirklich gut. Von daher. Ein Arzt wird im DNS-Labor benötigt. Auf der anderen Seite könnte ich natürlich noch so 1-2 Sachen bauen, an die ich bis jetzt noch gar nicht gedacht habe. Ne? Stichwort Megascanner. Damals das DNS-Labor. Ja, hat auch nicht geklappt. 0 von 4. Also gut. Ich langweile mich ja sowieso sonst zu Tode hier. Also mache ich mal, kaufe ich zumindest mal das Grundstück. Und dann gucken wir mal, was wir mit den 88.420 Dollar, die da dazugekommen sind, machen können. So, jetzt haben wir hier eine Weiterbildung abgeschlossen und können hier losziehen in Richtung. Was? Der Arthur Mond? Ich hatte da doch nochmal einen. Den kann ich auch wahrscheinlich noch nicht an den Start bringen. Ausbilder, nimm mal ihn. Da, nimm mal ihn. Hä? Ah, jetzt. So, na, ich glaube, das mache ich. Warum nicht? Je besser die Leute sind, die ich habe, umso seltener muss ich hoffentlich dieses Geräusch hören, was ich im Hintergrund gerade gehört habe.
nicht mehr. Ich müsste auch meine Chirurgen mal so ein bisschen ausbilden. Gibt es denn so Chirurgie 2, 3, 4, 5? Wir gucken mal. Wir schauen mal. Habe ich jetzt mittlerweile eigentlich alles geupgradet, was zum Upgraden war? Ich denke schon. Okay, hier unten haben wir jetzt einen sehr großen Raum, mit dem wir bestimmt allerhand machen können. Jetzt kann ich mal kurz gucken. Psychiatrie habe ich ja schon eine. Pausenzimmer habe ich, Toilette habe ich auch. Weiterbildung, ja, das haben wir ja gerade angeschnitten. Forschung, Marketing, Kaffee, Flüssigkeit, Radiologie. Megascanner. DNS-Labor haben wir schon. Frakturstation, Spritzenhaus, Entwesungsanlage. Chirurgie haben wir ja gleich mehrere. Das sind eher so Heilungsgeschichten, Monstermanie und so, das habe ich eh nicht. Also wenn überhaupt, dann sind auch die Diagnosesachen interessant. Also zum Beispiel die Radiologie. 4x4. Warum nicht? So könnte man es doch machen. Finde ich eigentlich ganz cool. Hier kann man eh nicht so viel reinstellen oder so. Es funktioniert eh nicht. Dann machen wir das mal so. Ah, Server gehen hier. Oh, da kann ich ja zumindest mal ein bisschen Geld verbrennen. Schön. Schönes Let's Play. Captain Bam, wie war dein letztes Let's Play? So. Gut, damit haben wir das gemacht. Jetzt vielleicht noch ein bisschen für die Schönheit. Für die Schönheit des Moments. Klatsche ich ein paar Poster an die Wand. Oh, Prestigestufe 5. Das ging ja schnell. Damit hätte ich nicht gerechnet. Machen wir hier noch ein bisschen Erleuchtung. Nur für den Kick, für den Augenblick. Ah, was ist da los? Kaffeemaschine. Ja, okay, dann halt so. Und dann noch ein paar Goldstandzertifikate. Nur weil ich es kann. Ohne sonstigen Grund. Einfach mal so. An die Wand geklatscht. So sieht es aus. Röntgenstrahlengerät. Wunderbar. Keine Ahnung, warum ich die Tür da hingesetzt habe, aber das finden wir noch raus. Apropos, soll ich den Megascanner auch gleich bauen? 4x4. Ach, das sind ja sogar 5 hier an der Stelle. Ich weiß nicht, was ich mit dieser Flucht da hinten jetzt machen soll. Aber ich glaube, der Megascanner ist trotzdem toll. Ja komm, dann baue ich den Raum auch gescheit. Also wenn dann machen wir es schon richtig. Machen wir die Tür da weg. Und dann machen wir doch zumindest mal, wir können es ja so machen, dass wir hier einfach 2 Einheiten dazu bauen. So, geht es halt ums Eck. Genau, und jetzt die Tür. Können wir die Tür auch da hinsetzen? Das ging hier sogar. Ja, stört jetzt nicht unbedingt. Gucken wir mal kurz, ob wir hier... Klatsche ich die Wand voll mit Servern? Hey, das Geld muss weg, Leute. Das Geld muss weg. Wir müssen darauf achten, dass wir das Geld wieder unters Volk bringen. Genau. Und aus genau dem Grund... Ja, tatsächlich. Ist das eigentlich gut für die, für, wofür denn eigentlich? Was bringt dir das, was ich hier mache? Ich meine, ich kann die Heizkosten einsparen auch wahrscheinlich. Aber ist das gut für mein Forschungsvermögen, ja, tatsächlich. Aha, okay, ja, gut, dann.
Dann ist das doch top. Heizung, ja, das ist halt die Frage, ob ich das wirklich brauche. So. Ich mache das jetzt trotzdem. Einfach so. Wie sieht es denn prestigetechnisch eigentlich aus? Ah, wir sind schon Stufe 5. Alter. Wir sind so gut. Jetzt können wir hier noch ein bisschen was zukleistern. Der Schönheit wegen. Ich glaube, dass sich die Schönheit des Raumes erhöht durch diese Poster. Und ich glaube, dass die Serverschränke per se den Raum jetzt nicht schöner machen. Aber die Poster schon. Auch wenn sie hinter den Schränken sind. Voll logisch, ne? Aber egal. Ich werde hier nicht für Logik bezahlt, sondern für die Leitung eines wirklich bemerkenswert schönen Krankenhauses. So, super, jetzt. Aber jetzt habe ich zumindest auch diese zwei wundervollen Geräte am Start. Und damit müsste eigentlich nach meinem Verständnis die Qualität meiner meiner Diagnosen müsste dadurch eigentlich steigen. So, jetzt müssen wir mal ganz kurz gucken, wie das hier ist. Also, dieser Raum hier, die Radiologie, erfordert einen Arzt, den ich nicht habe. Und hier, Arzt mit Radiologie. Ein Arzt zur Radiologie, bitte. Ja, ja. Ich glaube, wir müssen doch noch mal ein bisschen was ausbilden. Na gut, das kann ich immer machen. Da warte ich jetzt mal noch ein bisschen ab. Und konzentriere mich erstmal auf die, die ich ohnehin schon am Start habe und mit denen ich da... die ich da weiterbringen wollte. Naja, da muss ich nochmal ran. Gut, wie gesagt, ich könnte natürlich auch so einen klitzekleinen Schulungsraum irgendwo hinbauen. So wahnsinnig bescheuert wäre die Idee vielleicht gar nicht. Moment. Objekt? Falsch. Zimmer. Schulung. So ein ganz mini Schulungsraum. Ich sehe es nicht. Pausenzimmer, Toilette, Weiterbildung heißt das Ding. So, mini heißt so viel wie 3x3. Ich überlege die ganze Zeit, ob ich. Vielleicht könnte ich doch noch mal ein bisschen eskalieren. Ne? Das wäre natürlich das andere Extrem. Ich könnte natürlich auch hergehen und sagen: Hier, Schulungsraum. Ja, komm. Ich bin nur einmal jung. Machen wir das halt jetzt. So. Eins. Zwei. Drei. Super. Und jetzt. Gut, ich kann da nicht beliebig viele bauen, weil mir das Geld ein bisschen ausgeht langsam. Aber jetzt fangen wir halt mal an. 2, 3, 4, 5, 6. Sieben. Acht. Top. Kurz. Was ist Radiologie? Stellen. Radiologie. Hä? Da. Ich hab schon gedacht. So, dann mache ich hier den da. Ah. Wie heißt der Knabe? Lila. Der Herr Lila. Den möchte ich gerne ausbilden, braucht dafür aber 20.000 Öcken. So, habe ich aber gleich wieder. Jetzt habe ich mal richtig viel Geld ausgegeben, ne? Für den Krimskrams hier. So, jetzt. Komm mal her. Da gehst du rein. Radiologie.
verfügbare Ausbilder, einer Kurs starten. Go. So, und dann kann ich ja immer, wenn ein bisschen Geld reinkommt, mit den Enzyklopädien weitermachen. Ja. Instandhaltungsdurchsage. Auch vollautomatische Snackautomaten müssen manuell aufgefüllt werden. So kriege ich zumindest mein Geld mal wieder unter die Leute. Und eigentlich müsste das auch ganz schnell gehen hier mit der Ausbildung. So, apropos Ausbildung. So, meine Teilnehmer, wie war das jetzt? Ich habe doch die Forschungstante irgendwo. Hier haben wir auch einen Chirurg, das würde ich gerne mir mal angucken. Gibt es denn Chirurgie 2? Ja. Bewegung beeinträchtigt. Ich bin quietschfidel, genau wie der nächste Song. Ich glaube, das sollten wir echt mal machen. Jetzt habe ich hier schon wieder zu wenig Geld. Und zwar immer ganz knapp. Ah, 30, 36. So, jetzt reicht es ja schon wieder, oder? Brauche ich 40. Okay, dann halt so. Als Chirurgie, ich muss da echt mal gucken, dass ich da die Leute ein bisschen ausbilde. Und jetzt hier der und der. Die könnte ich ja schon versuchen, mal so ein bisschen an das Thema heranzuführen. Machen wir gleich 3. So. Alles klar. Wir schauen uns das mal an, ob wir hier auch chirurgisch da die Leute irgendwie mal weiterbringen können. Ich bin gespannt. In diesem Sinne, meine Lieben, mein Name ist Captain Bam. Ihr seid die Besten. Wir sehen uns morgen mit einer niegelnagelneuen Ausgabe von mir und dem Two-Point Hospital. In diesem Sinne, macht's gut. Bis morgen. Tschüss. Ich hab heute schon Trillionen Cops besiegt. Mein Livestream ist bei Millionen beliebt. Hab heute schon 100.000 Autos geknackt. GTA macht's möglich, ich wurde noch einmal verknackt. Ich hab in meiner Welt eine eigene Stadt, die einen Zoo und ein Aquarium hat. Ich bin der größte Fisch, regiert diesen Teich. Ich bau alles schön auf und mach's im Erdboden gleich. Der Pass kommt von CR7, ich zieh ab.